100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Sagt mir nicht, dass wir nicht über die nötige Mannstärke verfügen. Sagt mir nicht, dass es nicht getan werden kann. Zählt lieber die Köpfe, die auf unseren Zinnen aufgespießt wurden. Sagt mir nur, wie tief ihre Massengräber noch ausgehoben werden müssen. Oberbefehlshaber Sibiasco Evengrave. Es erfüllt mich mit großem Bedauern, dass Relas noch nicht das Licht des Imperators gebracht werden konnte. Zwar hege ich in meinem Herzen die Hoffnung für seine Bevölkerung und seine Zukunft, doch ich kann keinerlei Art von Rebellion dulden. Einer derartigen Bedrohung muss rasch und gnadenlos ein Ende gemacht werden. Feldmarschall Solomon Tetrachius. Nach einer erfolgreichen Jagd in der Celebos-Kriegszone an der Seite von Lord Inquisitor Plikmos seid ihr zum Aufmunitionieren in den Eisernen Kragen zurückgekehrt. An Bord der Hammer von Scintilla, einem Schlachtkreuzer in ebenholzfarbenem Metall, konntet ihr all die Annehmlichkeiten nachgehen, die eine Warp-Reise so ermöglicht. Beten, trainieren, Mjöt saufen, Kodizes lesen oder sie schreiben. Und so könnt ihr das Brummen des Warp-Antriebs hören, und ihr spürt dieses unangenehme Ziehen in eurem Bauch, als ihr dann aus dem Warp endlich wieder austretet. Das Zittern, das Rasen, die Kopfschmerzen, die selbst sogar euch gequält haben, das Träumen trotz des Hypnoschlafes. Es war anstrengend, gerade nach einem Kampf gegen das Chaos. Doch nun seid ihr wieder in dem sicheren eisernen Kragen. Und so könnt ihr, nachdem ihr einige Zeit gewartet habt, eure Beuter wieder zurück in die Ecke stellen und geht dann durch die dunklen, langen Gänge in Richtung des Hauptzentrums des Schiffes, dort, wo sich der Lord Inquisitor zu seinen Besprechungen immer zurückgezogen hat, wo ihr dann sicherlich auch auf die anderen eurer Deathwatch-Kumpanen trefft. Bruder Tordal, hast du Neuigkeiten gehört? Ziehen wir bald wieder in den Krieg? Nun, meine Klinge dürsten schon, aber nichts Aktuelles. Aber ich hoffe, es kommt so bald. Ich fühle mich schon etwas, fast schon untergefordert. Nun, das dürfen wir auf jeden Fall nicht einreißen lassen. Nee, zumal wenn ich mir denke, dass meine Brüder meines Ordens garantiert irgendwelchen Chaos wieder irgendwelche Eingeweide rausreißen. Milord, über eure Heldentaten werden noch in Tausenden von Jahren Lieder gesungen werden. Ah, Worgen. Auch wieder auf den Beinen. Wie geht es deiner Kameradin? Ich salutiere erstmal für euch. Das synthetische Bein scheint wohl zu funktionieren. Milord, ansonsten fühle ich mich auch wieder fit, denke ich. Milord, bereit für den Einsatz, Milord. Hervorragend. Nun, dann lasst uns keine Zeit verlieren. Vielleicht hat der Inquisitor einen neuen Auftrag für uns. Irgendeinen glorreichen Kampf, hoffe ich doch. Mit Sicherheit. Sonst hätten sich die Unannehmlichkeiten dieser Reise nicht gelohnt. Ja, ich begrüße nochmal den Ravengard, unseren neuen Bruder Kai, mit einem herzhaften Schlag mit meiner Faust auf die Brustplatte. Worgen, ein für normal gewachsener Mensch, der salutiert vor dir, immer noch sehr ehrfurchterbietend, aber du kannst wohl aus seiner
primären Reaktion herauslesen, dass es jetzt nicht das erste Mal ist, dass er mit den Engeln des Imperators in Kontakt tritt. Ja, wenn er salutiert, dann antwortet Kai mit Rühren. Ja, und er steht in einer etwas lockereren Haltung. Ich wünsche in Zukunft auf diese Form der Ehrerbietung zu verzichten. Jawohl, Milord. Ich hebe missbilligend eine Augenbraue. Aber sag nichts. Meine Brüder, dann wollen wir ihn mal nicht warten lassen. Auf jeden Fall. Stimmt, er wird nicht jünger. Und er hat auch nicht die Konstitution von uns. Wer weiß, vielleicht hat er sich irgendwelche Erweiterungen eingesetzt und wird dadurch doch etwas jünger. Jeweils äußerlich. Ich bin ja irgendwie enttäuscht, dass ihr meinen Witz nicht angemessen würdigt. Oh, Worgen schmunzelt zumindest ein bisschen. Ja, immerhin. Ich verstehe ja diesen Witz durchaus. Nun gut, dann lasst uns vorwärts marschieren. Ja, so könnt ihr in den Hauptkommandoraum eintreten, wo ihr schon den restlichen Stab des Inquisitors erkennen könnt. Den Reiniger Xerxes, diesen ungehörigen Arbitrator, der selbst euch als Space Marines nicht die richtige Anerkennung zu geben scheint. Den Interrogator Xantis, den Interrogator Grimwald, die Schwester Kriemhild von den Adeptus Sororitas. Oder aber den Magus Biologus Zardos Vyakai, den ihr von einem der Planeten gerettet habt. Nur der Inquisitor selbst scheint wohl aktuell nicht hier zu sein. Ihr könnt wohl aber auch erkennen, dass die großen Tore bereits nach oben gefahren worden sind, sodass ihr dann in die endlosen Welten, in das Schwarze des Weltraums blicken könnt. Vor euch muss wohl irgendwie eine der großen Festungswelten liegen. Vielleicht ist das sogar Karlak, aber die sehen ja auch alle gleich aus. Nicht wirklich zu unterscheiden. Und ja, während ihr seht, wie wohl bereits zwei weitere Schiffe versuchen, bei euch an einem großen Schlachtkreuzer anzudocken, könnt ihr sehen, wie der Interrogator mit der krächzigen Stimme auf euch zugeht, der hohe Magister Xantis. Ah, ja, schön, dass er kommt. Der Lord Inquisitor ist bereits einem Notruf nachgegangen. Wir haben hohe Nachricht von einem Watch-Captain bekommen, dem wir nachgehen wollen. Watch-Captain Bryant von den Salamanders. Er ist ganz in der Nähe von hier und bittet um eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr bereits einen weiteren Einsatz verkraften könnt, werte Space Marines. Wir dürften danach. Ich wollte schon sagen, allein diese Frage war ja eigentlich schon lächerlich. Habt ihr Informationen, um was es geht? Selbstverständlich. Ich werde euch den Brief von Watch Captain Brand gleich selbst geben. Hier, ich werde ihn auf euer Kommuniqué laden. Aber ich kann es selbstverständlich zusammenfassen. Die Quarantänewelten der Tau, die südlich des Eisenkragens liegen. Ihr kennt sie bereits? Nein? Velas, Argot und Kageran. Sehr richtig. Ihr seid wie immer als Ultramarine gut informiert. Für Bruder Cry, ihr seid neu im Kragen. Ich werde euch kurz die Quarantänewelten erklären. Der Feldmarschall selbst, der im südlichen, der den Karniskeil kommandierte, er hatte Angst, dass die Tau mit ihren merkwürdigen Philosophien diese Welten anstecken könnten. Und so sehr dicht, wie sie beim Eisenkragen liegen, kann dies zu einem großen Problem werden. Daher ließ er Quarantäne um sie verhängen. Nichts geht rein, nichts geht raus. Die Inquisition und große Teile von der Flotte überwachen die Quarantäne. Nun allerdings scheint etwas schiefgegangen zu sein. Relas befindet sich in Rebellion, so wie Watch Captain Brand uns sagte. Er würde verstehen, kurz den Kopf senken. Eigentlich ein Problem, was man relativ bald lösen sollte. Leider haben dem Hilfegesuch zu viele von uns geantwortet. Und ihr müsst schlichten.
Verzeiht, wenn ich das Wort erhebe, Milords. Selbstverständlich. Sprich, Worgen. Du bist Thronagent. Wir sollen mit Verrätern oder über das Schicksal von Verrätern verhandeln? Nicht ganz. Wie gesagt, Renas befindet sich in Rebellion. Es gab auch Hilferufe. Wie ich bereits sagte, diese wurden beantwortet. Nun befinden sich 3 Schiffe der Space Marines in ihrem Orbit. Und zwar die Iron Hands, die Salamanders und die White Scars. Was sollen wir dann noch da, wenn unsere Brüder schon anwesend sind? Diese Frage stelle ich mir auch. Die Spannung steigt. Wir möchten, dass sie vermittelt. Um einen Kampf zwischen den einzelnen Space Marine Orden zu verhindern? Ich vermute, Worgen, ein Kommissar hätte dich alleine für diese Bemerkung bereits erschossen. Das ist ich habe auch gerade einen hochroten Kopf. Wie bitte? Aber du siehst auch, wie der Interrogator wohl milde lächelt und auch so ein bisschen beschwichtigend in Richtung von Octavius nickt und nach dem Motto, das möge doch bitte entschuldigt sein. Ganz genau diesen Punkt möchten wir verhindern. Deswegen sei es tatsächlich angebracht. Aber lest euch doch das Kommuniqué von Watch Captain Brand durch. Bitte. Ordensbrüder, die Inquisition hat beunruhigende Berichte über den Planeten Relas im Quarantänegebiet erhalten. Darin ist vom Erstarken eines von Xenos inspirierten Aufstand die Rede. Der aus der Welt eine einzelne, gegen das Imperium gerichtete Rebellion zu machen gedenkt. Als Reaktion darauf hat Feldmarschall Tetrachus den imperialen Streitkräften in der Region den Befehl erteilt, dem Aufstand rasch und ohne Gnade ein Ende zu machen. 3 Space Marine Orden haben auf das Gesuch des Feldmarschalls um Hilfe reagiert und Teile ihrer Truppen dorthin entsandt. Allerdings ist in den Berichten auch die Rede von einem gehörigen Maß an Spannung und Misstrauen zwischen den Orden und davon, dass dieser Konflikt sich noch weiter verschärfen dürfte. Ich hege den Verdacht, dass auf Relas sehr viel mehr auf dem Spiel steht, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Und meine Befragung des Taros des Imperators riet ebenfalls zur Vorsicht. Wir Ordensbrüder der Langen Wacht, wir von der Death Watch, haben viel Erfahrung darin, Space Marines verschiedene Orden unter einem einzelnen gemeinsamen Banner zu einen. Deshalb ist euer Exterminator-Team sehr gut dafür geeignet, diese Spannung unter Kontrolle zu bringen, bevor die Situation noch weiter eskaliert. Ordensbrüder, ich beauftrage euch damit, diese Fehde zu beenden. Denkt daran, dass wir keine Befehlsgewalt über sie haben, um die Situation zu bereinigen. Ich vertraue darauf, dass ihr euer Bestes gebt, um die Ruhe zu bewahren und euch an die Lehre des Kodex erinnert. Außerdem ist die Eroberung von Relas wichtig für den Feldmarschall. Daher weise ich euch an, die Truppen der Space Marines bei der Rückeroberung dieser Welt zu unterstützen. Solltet ihr hier versagen, kann es sein, dass der Kreuzzug, die Weite und das Adeptus Astartes als Folge davon sehr viel zu leiden haben werden. Ihr seid perfekt geeignet. Ein Raven Guard, ein Ultramarine und ein Space Wolf. Gemeinsam mit einem Thronagenten, der die Interessen der Inquisition durchsetzt. Niemand von euch ist Salamander oder White Scars. Kein Iron Hand. Ihr seid also nicht parteiisch. Ich nicke. Kann ich mal irgendwie auf so ein Wissenstalent würfeln, welche davon Nachfolgeorden von den Ultramarines sind? Ja, kannst du selbstverständlich machen. Du weißt natürlich, dass das jetzt die Gründerorden sind. Also die Ultramarines haben natürlich viele, viele tausend andere Orden gegründet. Die White Consuls zum Beispiel, aber die White Scars sind natürlich ein eigener Orden. Dementsprechend Salamander, Ursprungsorden von Vulkan. Die Iron Hands hatten Ferus Manus, der ja auf Istvan gestorben ist. Und die White Scars haben eben Jakatai Khan, der verschwunden ist.
Ach, das sind alles Gründerorden. Das sind okay, alles Gründerorden. Ja. Also okay. Ihr seid tatsächlich perfekt. Ihr seid Gründerorden, diesen Gründerorden und ihr habt keinen von denen in euren Reihen. Also selbst der Blood Angel oder der Imperial Fist ist nicht mit hier in diesen Verstrickungen involviert. War Ravengard auch Gründerort? Ravengard ist von Corvus Corax. Ja, okay. Die 19. Legion? Die 19. Legion. Also ich bin jetzt in meinen Gedanken versunken bei einer 92, da sage ich jetzt nichts dazu. Verhandlungen sind aber nicht meine Stärke, das solltet ihr bereits wissen. Wie gut, dass es auch einen Teil der Rückeroberung gibt. Immerhin gibt es dort unten Rebellen, die zurückgeschlagen werden müssen. Spätestens an diesem Punkt kommt ihr ins Spiel. Nun, dann überlasse ich gerne meinem Bruder Octavius die Verhandlungen mit den Orden und unterstütze ihn dort, wo ich kann. Ich glaube kaum, dass ein einzelner Space Marine diese drei Orden vereinen kann, aber vielleicht können wir mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir gut zusammenarbeiten und die anderen Orden das sehen und beschämt sind, wenn sie sich weiter streiten. Vor allem, wenn es immer wieder so eine Sache ist, dass ich mit einem Dark Angel in einem Team zusammenarbeite. Ich denke, das sollte schon und genug sein, sie zu beschämen. Ja, ihr solltet auf die üblichen Frotzeleien verzichten, bitte doch. Glaubt ihr, dass die unterschiedliche Kampfdoktrin der hier vertretenen Orden ein großes Problem sein wird? Also, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die sich dass es so ein Maß an Spannung gibt, dass da irgendwie ein Konflikt entstehen könnte. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und an was das liegen müsste, das, wie gesagt, das kann ich auch nicht jetzt irgendwie sagen. Aber es könnte natürlich, wie du schon sagtest, mit den unterschiedlichen Kampfdoktrinen schon zusammenhängen. Ja, ich denke, wir müssen dahin und müssen in Erfahrung bringen, was das Problem ist. Und dann können wir eine Taktik uns überlegen, wie wir das lösen. Ja. Ich hoffe nur, dass es nicht wieder einer unserer abscheulichen Brüder ist, wie beim letzten Mal, wo sie vorgaben, sie wären Dark Angel. Ich werde den ehemaligen Dark Angel selbstverständlich mit euch schicken. Bruder Tordal, ihr solltet auf jegliche Konflikte mit ihm bitte vermeiden. Aber legen wir Primärziele fest. Mir geht es persönlich und selbstverständlich auch dem Watch Captain Brand darum, dass sie diesen Konflikt zwischen den Space Marines beendet. Worgen hat tatsächlich etwas Richtiges angesprochen, für das ihn jeder Kommissar erschossen hätte. Vielleicht sogar andere Inquisitoren. Aber genau das muss vermieden werden. Ein offener Konflikt. Sekundärziel. Die Truppen der Space Marines bei der Eroberung von Relas unterstützen. Ihr seid selbstverständlich nur ein kleines Exterminatoren-Team. Die anderen sind mit kleinen Gruppen von 20 bis 30 Leuten anwesend. Aber sie haben Panzer, Thunderbirds, Thunderhawks und dergleichen mehr. Sie sind euch also an Kampfkraft überlegen. Ihr solltet hier nur unterstützen, nachdem ihr vermittelt habt. Den Großteil der Rückeroberung werden sie sicherlich selbst schaffen. Milord, sind abgesehen von den Engeln des Imperators auch PVS-Truppen oder organisiertes Militär vor Ort, welches noch treu dem Imperator ergeben ist? Das müsstet ihr klären. Die Quarantänewelten wurden zwar schon einmal erobert, aber nun, der Feldmarschall hat, wie gesagt, große Angst davor gehabt, dass die Tau mit ihrer Philosophie dort triumphieren. Und es kann gut sein, dass sie mit ihrer Wasserkaste tatsächlich Erfolg hatten. Sollte jemand etwas von einem höheren Wohl faseln, dann erschießt ihn. Selbstverständlich. Das Licht des Imperators glänzt ewig. So ist es. Auf dem heiligen Terra. Also gut, letzte Fragen.
Wir werden euch weitere Boltermunition, Promethium und sogleich alles, was ihr braucht für den Kampf, geben. Die Vorräte werden diesbezüglich schon eingeladen. Gibt es Anzeichen, dass die Tau schon aktiv sind mit eigenen Truppen auf dem Planeten? Nun, wir haben noch keine festgestellt. Die Quarantäne wirkt nicht nur so, dass von dort aus nichts hinkommt. Wir selbst haben den Kontakt bisher vermieden. Es kann durchaus sein, dass ihre Agenten der Wasserkaste anwesend sind. Allerdings haben wir noch kein schweres Gerät gemessen. Ihr müsst wissen, dass Relas ein Wasserplanet ist. Es gibt dort vor allem auf den Oberflächen des Wassers Städte, die teilweise zusammengewachsen sind. Es gibt natürlich auch einige feste Gebirge oder so etwas. Allerdings ist die Oberfläche von starker Geothermie bedroht. Viele Erdbeben, sie verhindern, dass feste Städte auf Land gebaut werden können. Deswegen sind all die Hives, die wir dort errichtet haben, auf dem Wasser zu finden. Und von dort aus bohren wir uns in den Boden. Relas ist eine Bergbauwelt. Auch dazu findet ihr ein kleines Exkommuniqué in euren Datasets.